Also ich bin die Elisabeth, bin 54 Jahre alt und schaffe in der Diakoniestation in Wildberg. Also gelernt habe ich MTA, Arzthelferin. Und dann, als meine Kinder klein waren, habe ich bei der Hauswirtschaft hier angefangen und bin dann so in den Pflegeberuf mit reingeschlittert. Nicht so gut fällt mir am Pflegeberuf, dass man immer alleine unterwegs ist. Und der ewige Zeitdruck, immer der Zeitdruck, wo hinter einem steht, wo man immer auf die Uhr schauen muss und einfach nicht bei den Patienten sich länger aufhalten kann. Ich mache bei der Arbeit glücklich, dass die Leute auch mal nett sind und freundlich sind und es auch schätzen, was man macht.